Thermoelemente oder Mantelthermoelemente sind in der Industrie weit verbreitet. Sie werden meist für die Messung höherer Temperaturen ab ca. 300 Grad eingesetzt und sind preiswert herzustellen. Aber wie funktioniert eigentlich so ein Thermoelement? Thermoelemente basieren auf dem Prinzip der vergleichenden Messung. Sie bestehen aus zwei metallischen Leitern unterschiedlichen Materials, die an der Messstelle miteinander verbunden sind. Die beiden anderen Enden sind am Messgerät aufgelegt, das die Vergleichsstelle bildet. Sind Mess- und Vergleichsstelle unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt, dann entsteht zwischen diesen beiden Punkten eine geringfügige elektrische Spannung. Das ist eine sogenannte Thermospannung. Nennt man auch Seebeck-Effekt, entdeckt vom deutschen Physiker Thomas Johann Seebeck im Jahre 1821. Die Thermospannung ist ein Maß für die Temperaturdifferenz zwischen Messstelle und Vergleichsstelle. Um die tatsächliche Temperatur der Messstelle zu ermitteln, muss die Temperatur der Vergleichsstelle bekannt sein oder mit einem separaten Sensor gemessen werden. Thermoelemente gibt es mit unterschiedlichen Materialpaarungen, je nach Anforderung an Messbereich und Auflösung. Die entstehende Thermospannung hängt von diesen Materialpaarungen ab. Sie ist sehr gering. Ein Typ K-Thermoelement zum Beispiel liefert etwa 40 Mikrovolt pro Kelvin Temperaturdifferenz. Bei einer Temperaturdifferenz von 1000 Kelvin zwischen Mess- und Vergleichsstelle beträgt die Thermospannung eines Typ K-Thermoelementes ca. 41 Millivolt. Beim Typ J-Thermoelement sind es ca. 58 Millivolt. Durch den niedrigen Signalpegel ist das Ausgangssignal des Thermoelementes sehr störungsempfindlich. Außerdem ist das Ausgangssignal nicht linear zur Temperatur und muss daher vom Messgerät linearisiert werden. Um die Messung nicht durch ungewollte zusätzliche Thermospannungen zu verfälschen, dürfen im Messkreis bei Thermoelementen nur Materialien eingesetzt werden, die gleiche thermoelektrische Eigenschaften haben wie das Thermoelement selbst. Deswegen verwendet man zum Anschluss von Thermoelementen sogenannte Ausgleichsleitungen, bei denen die Materialien der Leitung auf den Thermoelementtyp abgestimmt sind. Ja, ihr ahnt es schon, auch wenn Thermoelemente preisgünstig herzustellen und weit verbreitet sind, das Ganze drumherum mit Vergleichsstellentemperatur, Linearisierung, Ausgleichsleitungen und so weiter, das hat es in sich. Das ist relativ aufwendig. So viel zur Funktionsweise von Thermoelementen. Hat dir der Beitrag gefallen? Dann gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Und wenn du Fragen hast, schreib's in die Kommentare.